Das ist perfekt. Das müssen wir jetzt mal anmachen. So, der interessiert mich jetzt nicht. Hier drin ist eine Wall. Und natürlich auch unser Vent. So, weg damit. Das Ding müsste trotzdem noch sicher sein. So, Wall weg. Jetzt können wir das Ding da auch anbringen. Wenn wir das Ding da anbringen, können wir da noch die Wall anbauen. Als Boden geht's, als... Danach können wir die Wall anbringen. Ah, okay. Aber können wir da noch anderes Zeug anbringen? Das Ding ist ja sowieso fehlgebaut. Jetzt geht es auch. Wenn wir hier ein LED-Display small hinbauen. Die Frage ist, Konsole, Monitor, bauen wir die mal dahin. Da jetzt noch Glas drüber oder sowas? Ich weiß es nicht. Zack. So. Ich will das nur mal kurz ausprobieren. Machen wir das am besten mal, indem wir nochmal die Verkleidung hier abreißen. Wollen das hinwerfen. So, wir müssen jetzt da oben irgendwie hoch. So. Warum ist da jetzt bitte kein Kabel? Ich brauche ich da nicht. Ciao. Muss ich hier das Kabel schon hochstöpseln? Ne, da kann ich ein Kabel bauen, aber wo ist das? Da ist es. Das ist nur total falsch gebaut. Straightes, ich brauche ein Dings. Und zwar so. Brauche ich das so? Dann brauche ich das so. Nein, das brauche ich dann nicht. Es ist manchmal nicht so einfach. So brauche ich das. Ja, jetzt haben wir hier noch eine Menge lose Kabelenden. Das ist aber Data-Sensor. Ja, nee, ist klar. Gas-Sensor. Null Pressure.
Wer hätte das erwartet? So, wenn ich jetzt hier die Wall wieder hinsetze, das Ding da wieder dran klebt, sieht es sogar halbwegs in Ordnung aus. Naja, gut, es sieht scheiße aus, aber es sieht halbwegs in Ordnung scheiße aus. Dann könnte ich jetzt hier hingehen. Ich nehme mal die Teile hier. So. Jetzt ist der ganze Kram hier drunter. Das ist in Ordnung. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie man das da versiegelt. Ich vermute mal mit einem Glassheet. Kit Design, nein. Das sind Walls. Wo ist das Glas? Das haben wir doch garantiert hier draußen verwendet für die anderen, für die Sachen hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es nicht aus Versehen recycelt haben. Ach ja, wir haben es da reingeschmissen. So, Construct. Jetzt ist das Ding nämlich auch drin. Oh, da waren noch ein paar Reagent-Mixe. Die haben wir brav recycelt. Ja, sehr gut. Dann schmeißen wir es halt da vorne raus. Zack, rein. Irgendwann kommt da was Vernünftiges raus. Wenn wir hier aus diesem Eck rauskommen. Alter. So. Zack. Zack. Die müssen wir vielleicht noch vernünftig ansprechen, aber das ist ein anderes Thema. Das schmeißen wir da mal hin. Machen den Monitor. Okay, Konsole, Monitor offline. Pressure, Panic Pressure, Panic Depressurize. Ist okay. Hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Die Airlock können wir auf jeden Fall schließen. Können wir das Ding auseinandernehmen? So nicht. Zack, erstmal das Glas raushauen. So, weg damit. Zack, raus. Dann nochmal mit der Dings draufhauen. Wir müssen die Mauer wieder auseinandernehmen. Versuchen wir es mal mit einem smallen LED-Display. Null. Das sagt 0. Das sagt 1, das sagt 0. Wenn wir jetzt hier aufmachen, sagt er 3, das sagt 0. So, Konsole, Monitor. Was haben wir da noch? Konsole, Dual. Bildkonsole. Ich mache jetzt mal die Monitorkonsole an. Stopp, das Glas. Natürlich funktioniert das jetzt nicht mehr, weil wir den Strom da nicht mehr haben. Super. Super. So. Bringen wir den mal da an. Zack, Strom aus.
So, den dahin. Den direkt dahin. So, ich packe da jetzt das Ding wieder dran. Ist mir jetzt mal egal. Was mich natürlich interessiert ist, ob kann ich auf der Seite eigentlich auch Steel Beds hinbauen? Ich bin mir nicht sicher. Oder könnte ich da eine Wall hinbauen? Dummerweise haben wir jetzt aktuell keinen Strom mehr für irgendwas. Wie das Ding funktioniert, weiß ich allerdings auch nicht. Von daher können wir es eigentlich auseinandernehmen. Nein, das Ding da hinten will ich nicht auseinandernehmen. Danke. Okay. Das Fenster ist also bidirektional verwendbar. Sehr schön zu wissen. Vielleicht fangen wir auch einfach beim nächsten Mal mit einer neuen Base an oder sowas. Ich weiß es nicht. Komm schon, Sonne, ich brauch dir. Gleich müsste sie eigentlich aufgehen. Oder vielleicht mache ich mich dann doch mal schlau, wie man Wasser erzeugt, um Pflanzen zu füttern. Ich musste mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Tut mir leid. Ich wollte nur mal eben noch ein bisschen was machen. Ich bin ja schlimmer als der Gronkh hier. Das soll jetzt natürlich kein Vergleich sein. Auf seinem Level bin ich noch lange nicht. Die Frage ist auch, ob ich jemals dorthin kommen werde. Oder ob ich es will. Hier ist doch garantiert irgendwo gerade noch. Nein, nicht. Hier war doch gerade noch irgendwo Eisen. War ja doch, oder? So, den machen wir wieder aus. Klebeband, yay. Gas Sensor Pressure sagt 7 kPa, das ist schön. Das sagt mir mein Ding ist hier auch. Ah, wir haben wieder Strom. Ach, wo ist das doofe Eisen hin? Oh, da. Das erklärt auch, warum die Hürde da so hoch ist. So, was sagst du? Konsolenmonitor offline. Pressure 0 kPa. So. Den Kram schmeißen wir hier direkt mal rein und verarbeiten den. Und den Kram schmeißen wir auch direkt rein. Na komm, fallen ins richtige Ding. Zack, weg. Da kommt Gott. Draus, warum? Ist hier hinten vielleicht noch mehr? Nö. Warum wird das Zeug darüber gespuckt. Das ist natürlich auch sehr interessant. Aber wir haben zumindest Zeug hier zurück. Iron Ore. Noch mehr Iron Ore. Vielleicht sollte ich auch einfach die Furnace dahinter bauen, damit das Zeug direkt geschmolzen wird. Das ist, glaube ich, eine super Idee. Ich brauche die Tools von da drin. Sofort. Zack. Wie war das noch mit? Ich will eigentlich Schluss machen.
Und ja, ich bin der Meinung, wir brauchen hier nicht die ganze Zeit den den Pressurer da aufhaben. So. So, dich brauche ich, dich will ich weghaben. Dich will ich eigentlich nicht weghaben. Dich will ich. So, dich stelle ich mal dahin. Unnützerweise. Iron Ore. Zack. So, dann wollen wir dich nämlich da hinten weghaben. Du bist gerade leer, das ist gut. Zack. Einmal drehen. Brauchen wir hier einen Strom? Hunger critical. Nee, das machen wir so nicht. Das sieht ja wie Kraut und Rüben aus. Auch wenn das hier quasi nur eine Testbase ist. So, du bist aktiv. Ja, du hast auch Strom. Sehr schön. Jetzt brauchen wir hier Jute. Jute. Keine Junction, kein Bin, ein Outlet. Wie üblich in diese Richtung. Boah, Loch. Dann brauchen wir hier noch ein Bin, eine Junction. Wir sammeln ja auch manchmal so Erze. Du musst andersrum fließen, so rum. Eigentlich hätte ich dich noch ganz gerne anders. Zwar so. Dann hätten wir hier nochmal ein Inlet. So. Das Ding da kommt weg. So, rein damit. Rein damit. Aktivieren. Das Device ist noch turned on. Dann schalten wir es halt ein. Ja. Zum Glück ist der Einschalter auf der anderen Seite. Ich laufe immer wieder in dieses blöde Loch rein. So, rein damit. Duct Tape haben wir ja sowieso innen drin. Deswegen verwenden wir das jetzt mal als Test. Da haben wir nochmal Iron Ore. Das kommt da rein. Ja, da ist Iron Ingot. Ich vermute mal, wenn wir jetzt die restlichen Sachen hier reinwerfen, müssten die eigentlich relativ
Okay, die kommen da einfach nicht raus. Gut. Wir müssen hier mal wieder auf Aktivieren drücken. Und ja, ich schmeiß den ganzen Kram da einfach rein, damit er... Okay, ich schmeiß den ganzen Kram hier hinten hin. Damit er zusammenliegt. Na, wir fahren bald wieder. Dann können wir gleich unsere Sachen in den Recycler schmeißen. Ist doch gut. Wir müssen halt nur ab und an mal auf Aktivieren drücken. Da müssen wir uns theoretisch mal eine Logik überlegen, die das Ganze macht. Wobei, der smeltet weiter. Smeltet er weiter. Nein, tut er nicht. Zack, 10 Gramm Gold. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? So, Power Control, Chip Display, Solar Control, GPR, Power Control. Battery Beacon Computer Consoles. Portable Computer. Nee. Elevator, Fabricator, Gas Fuel Generator, Phonic Station, Logic, Logic Memory, Logic Switch, Security Printer, Sensors, Solar Panel, Solar Generator, Transformer. Transformer Small, Vending Machine, Labeler, Handheld Tablet, Headlamp, Motherboard Logic, Microwave Region Processor, Atmos Analyzer, Configuration, E-Reader, Medical, Door Control, Gas Display, GF Display, Hash Display, Mode Control, Power Control. Nee, da ist jetzt nichts drin, wo ich sage, das könnte es sein. Bestenfalls eine von den Gates. Logic Memory, Logic Prozessor, Logic Switch. Gold und Copper. Gold und Copper. So, weg mit euch. Gold. So, Logic Memory bauen wir mal ein. Jetzt haben wir mal dieses Shooter hinten ein, das einzeln und alleine da hinten rumliegt. Ich glaube, ja, da war schon eins. Deswegen den Logic Switch. Schauen wir mal, was der überhaupt kann. Rein theoretisch müsste man da jetzt... Okay, da Memory... State 0000. Mit dem Screwdriver kann man das Ding... decreasen und increasen. Alles klar. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir suchen. Dann bauen wir mal den Logic Prozessor. Vielleicht ist er besser geeignet. Wir suchen eigentlich nur irgendwas, was quasi standardmäßig 1 ausgibt, egal was anliegt. So, den Logic Switch. Nehmen wir beides mal mit.
Ja, da kann man Strom anlegen. Und er tut Mathematik. Build Switch. Ja, das ist, glaube ich, das, was wir wollen. Den da müssen wir mal wegnehmen. So, Logic Switch. Ah, der hat noch weitere Optionen. Ups. Eine Dial, eine Switch, ein Lever. Wenn ich jetzt wüsste, was wo ist. So, ich baue das Ding jetzt mal da in und versuche mal hier rauszukommen. Es ist ja zum Kotzen hier. So. Den Kram lasse ich mal da liegen. Hier machen wir einfache Straight-Kabel-Leitung hin. Switch open, switch close. Ja, da kann er theoretisch was machen. Switch starter, state one, switch state one. Die Frage ist, was jetzt da einfach anliegt. Eigentlich hätte ich da gerne... quasi ein... immer on, aber das wisst ihr ja schon. Dial Button. Open. State 1. Close. State 0. Ist nicht so das da, was da so passiert. Oh, das Ding ist auch not powered. Okay, 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 okay. Da kann gerade auch nichts passieren. So, wir sind jetzt gleich sowieso tot. Also beginnen wir doch mal, Dinge auseinanderzunehmen. So. Oh. Ach ja, da ist kein Platz mehr für irgendwas. Dementsprechend funktioniert das nicht so. Hop, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Jetpack critical. So.